Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Outriders. Wir haben gerade die Videosequenz gesehen von der Schmugglerin. Ich denke mal fast, wir können jetzt entscheiden, ob wir dem Greybeard den Brief geben oder ob wir ihm die Wahrheit erzählen. Und das ist gar nicht so einfach, finde ich zumindest. Wir müssen mal schauen. Wir sind hier in der Mine, wir müssen ja wieder zurück. Also einmal zum Lager und von dort dann mit dem Truck weiter. Ja, mal gucken, ob uns das Spiel die Entscheidung gibt, beziehungsweise uns entscheiden lässt. Aber was machen wir am dümmsten? Eigentlich hat er die Wahrheit verdient. Wenn wir ihm jetzt den Brief geben, wir wissen natürlich nicht, was drinsteht, aber dann wird er sich denken, wenn danach keine Antwort mehr zurückkommt, okay, sie ist tot. Oder wir sagen ihm halt gleich, ey, pass auf, die ist schon seit geraumer Zeit verstorben. So, Greybeard, wo war denn der Gute? Da oben war der. Yep. Rechts vom Saloon. Mal gucken, vielleicht können wir auch gar nicht entscheiden. Wir werden es gleich sehen. Bitte, bring ihnen den Brief, Saloon. Hat das Paket sie noch erreicht? Hast du auch einen Brief für mich? Alter Mann, die Briefe, die von deiner Tochter gekommen sind. Ja, was ist damit? Deine Tochter ist stark. Sie hat ein Paket. Mach dir keine Sorgen um sie. Danke. Danke. Ob das so richtig war? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was bekommen wir hier Schönes? Schrotflinte, Maschinengewehr, Schrotflinte. Was macht denn unsere Waffe aktuell? 777. Ja, dann wäre natürlich so eine 1100er Waffe gar nicht mal so verkehrt. Schrotflinte bin ich nicht so der Riesenfan aktuell von. Wir nehmen einfach mal die. Der arme alte Kerl. Ja, der arme alte Kerl. So ist das. Wir können doch mal eben ins Inventar schauen. Aber hier war, glaube ich, fast überall nur noch Müll drin. Hier haben wir ein bisschen was Stärkeres, aber es ist auch alles blau. Grün sogar. Ja, die Schuhe vielleicht. Wir müssen natürlich dann auch zukünftig mal ein bisschen schauen, dass die Fähigkeiten hier auf den Ausrüstungsteilen auch ein bisschen zu unseren Fähigkeiten passen, die wir selber nehmen. Wir haben Hitzewelle, verzehrendes Feuer und Lavageschosse. Aschedetonation macht einfach so einen Umkreis, dass alle den Ascheeffekt kriegen. Aber ich muss sagen, ich finde das aktuell so eigentlich ziemlich geil. Das heißt, was haben wir hier? Brandbombe benutzen wir nicht. Verursacht ein Ascheeffekt, bla bla bla. Und wir haben hier gerade drauf Hitzewelle. Mein Lebensentzug steigt. Das heißt, ist mir hier lieber. Weil die paar Rüstungspunkte machen es auch nicht alles unbedingt sehr, sehr viel besser. Jetzt müssen wir mal schauen. Das Ding macht einen Schaden pro Minute von 600. Und das tatsächlich nur von 500 aufgrund der langen Ladezeit. Also würde ich die erstmal noch drin behalten. Die hier wäre natürlich besser, eine doppelläufige. Was haben wir denn hier drauf? Kugeln, die Gegner mit weniger als 50% Leben treffen, fliegen durch sie hindurch, treffen drei andere Gegner. Das ist schon cool. Und das Nachladen verursacht Verbrennung. Wir lassen das drin. Die Fähigkeiten sind mir wirklich lieber als ein bisschen, als ein paar Waffenstärkepunkte mehr. Wir haben hier unten im Saloon anscheinend noch eine Quest für eine Trophäe, die machen wir jetzt auch. Ich würde es ganz gern so handhaben, dass wir in Zukunft in jedem Gebiet, in dem wir sind, wirklich erstmal alle Nebenquests erledigen, bevor wir weiterreisen. Das habe ich am Anfang so ein bisschen vergeigt. Muss mal gucken, in welchen Folgen wir das mal nachholen, ob ich da immer mal Stück für Stück mal wieder eine von den älteren Quests mache. Aber wir gehen jetzt erstmal hier zum Barkeeper. Da oben hängt schon die erste Trophäe von uns. Wie wär's mit was Neuem? Ich nenn's die Leberschleuder. Hast du dich schon mal gefragt, woher die Viecher gekommen sind? Der Planet hatte nicht immer solche Kreaturen. Hier gab's mal Tiere, denen ich nachgelaufen bin. Jetzt laufen die Leute vor ihnen weg, wenn sie Glück haben. Was
ist mit denen passiert? Manche sprechen von seelischer Aufruhr. Immer wenn ich da rausgehe, sind die Viecher wilder und viel aggressiver. Als würde sie jemand mit Wut vollpumpen. Nicht nur die Kreaturen, den ganzen Scheißplaneten. Was ich davon kenne. Aber warum? Man könnte fast meinen, der Planet versucht, uns loszuwerden. Aber so schnell gehen wir nicht unter. Das ist doch mal eine positive Einstellung. Und wenn uns dann nochmal so schön drei Sekunden tief in die Augen blickt, sind wir doch gleich verliebt. Hat's den anderen auch so erwischt? Und ob. Aber ein Mensch war das nicht. Imposant. Auf dem Drecksplaneten gibt's noch jede Menge Biester, wie das da. Und ich hab gern was an den Wänden. Jeder Kopf, den du mir bringst, könnte sich für dich lohnen. Sag mir einfach, welche Bestie ich als nächstes umlegen soll. Er ist mir einfach sympathisch. Die Belohnung holt sich dann eben jemand anderes. Halte Ausschau nach besonderen Hinweisen, um Sammelobjekt-Missionsziele zu finden. Okay, dann haben wir die jetzt angenommen? Ich glaube nämlich fast nicht, weil wir haben aktuell noch die alte Quest. Die haben wir ja schon erledigt. Was haben wir hier noch? Ein schlechter Tag. Ich suche den Steinbruch. Nee, wir haben die irgendwie nicht angenommen. Ich quatsch noch mal ganz kurz mit ihm. Wie wär's mit was Neuem? Ja, kennen wir alles schon. Quatsch nicht. Nee. Du weißt, wo du mich... Keine Möglichkeit. Aber ich sehe jetzt auch nicht, dass wir eine Quest von ihm angenommen haben. Leuchtet halt trotzdem immer noch gelb. Das ist alles ein bisschen verwirrend. Aber was haben wir denn aktuell alles noch offen? Wir müssen mal eben schnell nachschauen. Ein schlechter Tag betritt das Revier der Bluthunde unter Rift Town. Ich dachte eigentlich, dass ich das schon getan habe. Das ist ja gleich am Anfang. Was haben wir hier noch Schönes? Durchsuche den Steinbruch nach der Luke zum Outrider. Das ist noch die Quest mit dem Schlüssel, die ist doch von hier. Dann würde ich sagen, wir machen mal die. Dass wir die erstmal abschließen. Ich denke kurz vor Stufe 17. Es geht auf jeden Fall relativ fix voran. So, Jakob, mein Guter. Wir müssen los. Und zwar müssen wir zum Steinbruch. Ist das jetzt komplett neues Gebiet oder waren wir schon mal im Steinbruch? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube fast, das ist neues Gebiet. Weil wir haben dort das Erbe der Outriders und Ansturm, also beide Quests. Dann sind wir hier doch noch nicht komplett durch. Feuer mit Feuer bekämpfen ist noch verfügbar. Und die Blutbaron-Geschichte. Wir gucken nochmal. Ich möchte jetzt noch nicht weiter ins nächste Gebiet, bevor wir hier nicht wirklich alles abgeschlossen haben. Gesucht Blutbaron. Wo muss ich dahin? Lass dir das Kopfgeld in Trenchtown auszahlen. Wir sind doch in Trenchtown. Sag mir, wohin? Alles klar, dann schließen wir die natürlich erstmal ab. Und dann war noch eine andere Mission verfügbar. Dann machen wir die noch und dann können wir weiter... Steinbruch. Müssen wir jetzt wieder zu ihm? Ach nee, weiter hinter. Mist, wir waren direkt hier. Bei dir bleiben die Leute auf Abstand. Was soll ich sagen? Die schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein. Aber macht Ujio damit ein Geschäft? Entwickeln sie moralische Skrupel? Was genau ist denn dein Geschäft? Gewisse... Söldnerdienste. Ich lasse wichtige Leute der Gegenseite eliminieren, wenn sonst niemand dazu imstande ist. Scharfschützen, Captains, echte Dreckskerle. Sie sind wohl auch größeren Herausforderungen gewachsen. Hätten Sie vielleicht Interesse, sich ein nettes Sümmchen zu verdienen? Ja, prinzipiell. Dass es dauernd Geschosse hagelt, gehört hier wohl zum Standardprogramm. Der Werfer ist recht ungenau. Doch wenn er trifft, und irgendwas trifft er immer,
Sie heißen nicht grundlos Vernichtungsraketen. Die Rebellen müssen ein Selbstmordkommando in die Trümmerzone geschickt haben, um so nah ranzukommen. Selbstmordkommando? Die Zone ist ein verstrahltes Drecksloch. Da gibt es nicht viele Freiwillige. Aber der Lohn ist beträchtlich. Das nehmen wir doch glatt an. Klingt verrückt. Aber verrückt liegt mir. Nein, lauf nicht weg. Wir müssen noch die andere Quest noch abschließen. Mensch. Ziel neutralisiert. Wir können uns was raussuchen. Jawohl, wir haben Repetiergewehr, Gewehr und automatisches Scharfschützengewehr, vollautomatische Variante. Wir vergleichen mal kurz. 803 zu 1116 ist natürlich schon cool. Kritischer Schaden ist bei der nicht drauf. Schaden auf kurze Distanz ist eigentlich ein bisschen Schwachsinn. Kugeln, die Gegner mit weniger als 50% Leben treffen, das kennen wir schon. Und Schüsse fügen einem Gegner mit einer Anomalieklinge 450 Schaden zu. Okay. Ja, die sieht eigentlich relativ cool aus. Wir haben hier drüben halt noch die. Schüsse verursachen Schwächeeffekt, Schüsse verursachen Ascheeffekt. Ist natürlich auch ziemlich geil, ne? Aber das ist auch nicht verkehrt. Wir nehmen jetzt einfach mal die hier. Immer ein Vergnügen. Danke, für mich auch. Und wir rüsten die mal aus. Und damit steigt unsere Waffenstärke auf fast 1400. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt noch eine Mission bekommen. Sicherlich noch mehr Arbeit geben. Hier, finde die Abschussvorrichtung für Vernichtungsraketen. Das machen wir. Und dann sollten wir hier in der Nähe schon mal alles erledigt haben, dass wir auf jeden Fall weitermachen können mit der Story. Und ich habe mich gar nicht eingeblendet, sehe ich gerade. Aber jetzt ist mir noch früh genug aufgefallen. Dann ist ja alles gut. So, wir sind beim Jakob. Er soll den Truck vorbereiten. Wir müssen wieder in die Trümmerzone zurück. Und jetzt geht's in die verstrahlte Zone, wo die ganze Zeit Mörser einschlagen. Aber wir sind natürlich genau der Richtige für den Job. Zum Ursprung folgen. Okay. Wir sollen hier hinten lang. Munitionstechnisch könnten wir nochmal eben schnell auffüllen. Jakob hat den Sterngrad wahrscheinlich nur wegen der Hauptmission. Jetzt nicht ablenken lassen, wir müssen weiter. Ui, da schlägt es doch schon ein. Ich denke mal, hier ist richtig. Ja. Hier gibt es noch eine Tür, aber keine Kiste. Räume die Ruine frei. Das sind meine Lieblingsquests, wenn man einfach nur aufräumen muss. Bumm. Oh, die ist ja wirklich vollautomatisch. Aber macht dadurch natürlich auch um einiges weniger Schaden. Ich bin eigentlich mehr Freund von den Einzelschussdingern. Ich wollte sie trotzdem mal ausprobieren. Ich finde an sich die Fähigkeit ziemlich cool. Wenn wir hier einen Gegner mit weniger als die Hälfte treffen. Ach shit, bisschen spät gesehen. Dass wir dann auch drei weitere Gegner gleichzeitig mit abschießen. Prinzipiell ist die auch nicht verkehrt. Aber es ist mir doch zu wenig Schaden, weil ich nehme die Scharfschützengewehre an sich auch sehr, sehr gerne für gepanzerte Gegner. Und da sind die Einzelschussdinger natürlich deutlichst effektiver. So. Wer schießt denn hier noch? Zwei sogar. Ah, ist natürlich auch schon ein ziemliches Laser, das Ding, ne? Kann man hier einfach schön hintereinander draufballern. An sich auch nicht schlecht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aufheben würde ich mir die auf jeden Fall mal. Endgegner kommt. Ah gut, die verzieht ganz schön nach links und rechts. Sollte wahrscheinlich lieber nicht Dauerfeuer, sondern immer mal hintereinander drauf tippeln. Aber wir sehen null Schaden auf den
Boss. Bloß Kopftreffer. Wir können ja mal Dings draufladen. Lavageschosse. Dann macht das schon mehr Spaß, aber wir müssen wirklich Kopftreffer landen. Aber prinzipiell mit den Lavageschossen ist halt auch geil, ne? Da haben wir einfach ein größeres Magazin als bloß so ein 8-Schuss-Ding bei dem anderen Sturmgewehr. Und man sieht nicht so dolle, dass ich ziemlich schlecht im Aimen bin. Wie bei einem normalen normalen Scharfschützengewehr natürlich. Hm. Prinzipiell bockt schon, ja. Vielleicht lassen wir es auch erstmal. Der brennt weg, genau. Sehr gut. Aber ein relativ kleines Magazin, wir sind jetzt schon wieder fast leer. Ach Mist. Warum muss es das Spiel einem immer so schwer machen? Jetzt wollte ich gerade sagen, wir behalten das Ding, aber wenn wir hier schon nach gefühlt 5 Gegnern leer sind mit dem Magazin, bringen. Oh Gott, kommt ihr denn her? Bringt uns das natürlich auch relativ wenig. Ah! Kommt denn jetzt hier so ein Gepanzerter an? Geh doch weg! Der brennt gleich weg, aber wir schießen nochmal drauf. Hätte ich gar nicht wegspringen müssen. Ah, wir kommen zurzeit wirklich sehr locker flockig durch. Ah, irgendwie ist die schon geil. Die mit dem größeren Magazin. Und ich hätte mich verliebt. Einen Schuss haben wir noch. Bam. Der Ascher-Effekt ist natürlich auch ziemlich geil, ne? Wenn die dann einfach dadurch wie gefrostet sind und stehen bleiben. Haben wir nur aktuell noch nicht wirklich so viel. Aber das kommt... Oh, shit. Ah, habt ihr das gesehen? Ja, wir sind halt noch ganz schön weit weg. Ach, hier kommt ja noch ein Boss. Gar nicht mitbekommen. Dann würde ich doch nochmal ein bisschen Abstand nehmen. Dann haben wir uns die Lavageschosse drauf. Der Brecher hält auch schon relativ viel aus. Mist, Lavageschosse waren echt schnell leer. Hat der Captain fast gar nichts abgekriegt. Wir haben auch nicht mehr so viel Leben. Ah. Die Dinger hasse ich am meisten. Teilweise sind die so heftig. Müssen wir ein bisschen Leben wieder auffüllen. So, jetzt haben wir Lavageschosse. Ach, geh doch weg mit deinem Feuertornado. Die überleben halt auch so verdammt lange, ne? Das ist es halt. Nein, sollst du nicht darüber springen. Geh in Deckung. Müssen mal wieder ein bisschen Leben auffüllen. Das machen wir jetzt. So, die zwei Skills sind mal wieder fast komplett voll. Oh shit, ich darf jetzt auf gar keinen Fall sterben. Jetzt unterbrechen wir ihn erstmal. Ja, wir haben ihn. Die Nahkampffähigkeiten sind doch besser als gedacht. Habe ich am Anfang gar nicht so viel vollgenommen und relativ wenig benutzt. Mittlerweile muss ich halt echt sagen, die sind mega geil, ne? Die fangen an zu brennen. Wir unterbrechen viele Fähigkeiten von den Bossen. Das ist schon viel wert. Mal nicht, dass der Scharfschütze uns hier trifft. Aber ich glaube nicht. Hier haben wir gleich noch ein bisschen Munition. Das ist gar nicht verkehrt. Ja, damit. Ja, das Scharfschützengewehr bockt schon. Man ist halt auch relativ flink damit. Aua. Einer lebt noch. Wo bist du? Da ballert halt auch gut Schaden rein. Doch, das gefällt mir ziemlich gut.
Stufe 17 erreicht. Wir können... Den Klassenpunkt gab es, glaube ich, nicht. Wir haben einmal einen Schlüssel bekommen. Und eine neue Fähigkeit, der Phaserstrahl. Der sieht ziemlich geil aus. Den gucken wir uns dann nachher gleich mal an. Ich schau bloß nochmal eben fix, ob wir hier irgendwo eine Truhe versteckt haben. Na, eigentlich gibt es überall eine. Ja, ich glaube, ich habe sie gefunden. Und ein bisschen Eisen auch noch. Ja, damit eine Jacke. Hier gibt es auch noch Eisen. Und dann machen wir uns oben durch die Tür und machen mit der Mission weiter. Feldstufe 7 dauert echt lange. Hier ist noch eine. Bis wir dann mal auf der 18. Ich weiß nicht, ob es jetzt an den Toten lag. Weil wir ja doch die letzten Folgen ab und zu mal ins Gras beißen mussten. Aber so ist es nun mal. Wir öffnen die Tür. Hier geht's durch. Und was wir dahinter sehen, sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.